Chainmail was the novelty of clothing art in the Middle Ages. You could have a local armorer iron a tailor-made chain mail shirt for you. There was a latticed version. Ringed. Chained. Shielded. Scaled. Or for the finer kind of man, chain mail shirt of all armor. The art of armoring reached its peak around the year 1500 AD. Armorers were metal artists who skillfully handled the difficult-to-work material. Emperor Maximilian I in particular was considered a significant supporter of armoring. In his royal residence Innsbruck, he not only built a central armory, but also brought many important master armorers from all over Germany to his court. In 1504, the monarch created his own court armoring workshop based on the Burgundian model, and Conrad Susenhofer became its director. Through this targeted culture of support, Innsbruck eventually developed into a center of armoring in the early Renaissance, alongside Nuremberg, Augsburg, and Milan. Famous armorers were produced by the Helmschmied and Susenhofer families. In Jetten da mit anderen Gebräuchen guter Klärt. Noch Sitte war das Wandern, da traß aus seiner Fahrt. Ein Schmiedgesell im dichten Tann. Leibhaft den Gott sei bei Jungs an. Was nenn ich gut getroffen? Rief jener weißer Schmied, so kann mein Fuß doch hoffen, dass ihm sein Recht geschieht. Ich bin, sprach der Geselle, der seine Furcht verhehlt, euch dienstbereit zur Stelle, nur dass der Emboss fehlt. So nimm hier diesen Findlingstein, der wird ein guter Limbus sein. Ich bin, sprach der Geselle, der seine Furcht verhehlt, euch dienstbereit zur Stelle, nur dass der Emboss fehlt. So nimm dir diesen Findlingstein. Der wird ein guter Nimbus sein. Wie aber schaffe ich Feuer? Herrlich Fund, das ich zum Werke brauch. Was ist bei mir nicht teuer? Ich schlag's aus jedem Strauch. Schon flammte ringsum Höllenglut. Nun schmiede Schmied, doch schmiede gut.